Hallo Leute, uns steht heute die Mission Phantom of the Operating Room bevor. Bevor wir das allerdings machen, hauen wir uns kurz in den Ghoul-Raum und werden ein paar von unseren Geistern upgraden, die wir für diese Mission brauchen. Besonders denke ich hier an Moonscream. Vermutlich Ghostly Apparition. Ich habe es noch immer nicht nachgeschaut, wie man es ausspricht. Naja. Ghostly Apparition und für Hogwash. Ja, Strange Behavior. Ist sogar relativ billig. So, ich bin am überlegen, ob wir Boo noch Thunderclap kaufen. Aber nee. Da tendiere ich eher dazu, Clatterclaws Legion zu kaufen. So, wir werden vermutlich Trisha einsetzen. Die Frage ist, hat Trisha irgendwas, was wir wollen? Loathsome Aspect wäre natürlich nicht schlecht. Mania macht die Leute verrückt, oder? Ja, das brauchen wir nicht. Na gut, dann werden wir sie vielleicht doch nur für ihr Gift einsetzen. Wie schon gesagt, wir werden uns nur um einen Geist kümmern in dieser Mission. Naja, Bonsai vielleicht noch was. Obwohl Bonsai hat eigentlich eh ganz gute. Ja. Bonsai braucht kein Swallow, Bonsai hat Quake. Wir werden uns in dieser Mission nur um einen Geist kümmern. Und das ist Daydreamer. Für Daydreamer brauchen wir Moonscreen. So, das heißt, wir müssen exzessive Änderungen vornehmen an dieser Truppe. Die fliegen hier mal alle raus. Trisha, wie gesagt, behalten wir uns. Clatterclaws behalten wir uns auch. Hogwash setzen wir rein. Boo nehmen wir auf jeden Fall. Bonsai nehmen wir für draußen. Moonscream nehmen wir. Und sonst? Das ist eine sehr gute Frage, Spiel. Eigentlich, wenn wir mit Trisha das Geschenk haben, können wir auch ein paar Sachen nehmen, die vielleicht ein bisschen unüblich sind. Ich bin ein Freund von Shivers. Vermutlich einfach nur Buck. Einfach nur, weil man ihn überall hinsetzen kann. Buck lassen wir dann roamen und der soll sich selbst um alles andere kümmern. Jo. Das heißt, die Aufstellung ist relativ schwach, bis auf Shivers und Moonscream. Aber es ist... Phantom Screaming. Es ist in dieser Mission wirklich eher wichtig. Ach, du hast nicht mal genug. Ja, ist auch blöd, dass ich nicht aufpasst. Es ist in dieser Mission eher wichtig. Wow, das hat ja viel gebraucht. Sich mit dem Gebäude auseinanderzusetzen. Also das Krankenhaus ist meiner Meinung nach wirklich das schlechteste Level vom Level Design gesehen. Das finde ich ist ihm wirklich absolut nicht gelungen. Es geht in dieser Mission darum, alle Ärzte zu vertreiben. Man kann sich in dieser Mission ewig lang spielen, indem man auf die anderen Sterblichen losgeht, aber es reicht, die ganzen Ärzte zu vertreiben und genau das werden wir auch tun. Ich werde dann, wenn ich nicht recorde, nochmal zurückkommen und mich um die anderen beiden Geister kümmern. Hier zum Beispiel Harriet. Ist ein extrem nützlicher Geist, wenn man ihn hat, aber um sie zu bekommen, das ist eine andere Geschichte. So. Ist irgendjemand gerade in einem Badezimmer mit einem Spiegel? Nein. Okay, vielleicht war Trisha doch keine so gute Idee. Ich spiele normalerweise nämlich eigentlich auch nicht mit ihr. Aber egal. So, dann setzen wir hier mal Hogwash rein. Jetzt am Anfang geht es mal darum, möglichst viel Plasma zu farmen. Das heißt hier mit diesem Surge. Im Endeffekt, jeder der ein Doktor ist, muss verjagt werden. Das heißt, diese 1, 2, 3, 4, 5. 5 Leute eigentlich nur. 5 Leute nur? Ich dachte, es gibt 2 Chirurgen mindestens. Seltsam. Naja, egal. Gut.
Wir brauchen 200 Plasma, das haben wir jetzt. Für Moonscream. Moonscream binden wir hier ran und benutzen Kakophonie. Das sollte Daydreamer aufwecken. Genau so. Okay, das ist auch der einzige Geist, den wir uns holen werden. Der letzte Geist ist hier unten, das ist Birgit. Für Birgit müssen wir einen bestimmten Arzt, ich glaube ihn, hier runterbringen. Ach so, nein, für Birgit müssen wir alle Nurses, alle Krankenschwestern verjagen. Also nein, danke. Das ist gar nicht leicht zu machen und im Endeffekt nützt es auch nichts. Nein, wir gehen tatsächlich gezielt auf Ärzte los. Das heißt, wo bist du? Du bist wieder irgendwo. Und hier kommt schon das schreckliche Gameplay, das schreckliche Aufbau dieses Levels zum Vorschein. Es ist wirklich einfach schlimm gemacht mit diesen ganzen kleinen Räumen. Pardon. Es ist extrem unübersichtlich. Und das Schlimmste ist der Stiegenaufgang, weil solange die Leute Stiegen rauf oder runter gehen, sind sie mehr oder weniger unverwundbar. Und einfach weil es hier so viele Stiegenaufgänge gibt, na, das geht gar nicht. So, wir fangen mit dir an, habe ich beschlossen. Na? Banzai, ich bitte um ein Beben. Okay, Ghostbreakers sind da, darum müssen wir uns gleich noch kümmern. Beware these dangerous adversaries. So, dann nehmen wir hier nochmal Moonscream mit. Weil Moonscream kann auch draußen gebunden werden, solange es in einem quasi Durchgang ist. Ja, Dr. Sykes. Silks, wie auch immer. Nein, Sykes, passt schon. Wo sind die drei Ghostbreaker überhaupt? Ach, die sind schon mittendrin. Na, da hat doch jemand ein Search für euch. Hat doch jemand guten, leckeren Starkstrom. So, das reicht natürlich nicht mal annähernd, aber es ist ein guter Anfang. Für die Ghostbreaker. Danke dir und danke dir. Badam, badam, badam. Die Dr. Sykes überlegt sich das gerade, ob sie da nochmal reingehen will. So. Onsai. Du kannst derweil mal wieder zurück auf die Bank. Kakophonie? Macht das was? Ja, und wie das was macht. Kakophonie ist extrem stark, wenn man es direkt in der Nähe von Sterblichen einsetzt. Das ist sehr, sehr schön. Okay, da ist der erste der fünf Doktoren. Da kommt auch noch ein Moonbreaker raus, genau. Ein Ghostbreaker raus. Das heißt vielleicht doch noch eine Runde Banzai. Ja, gut, das wird nichts. Gut, und dann schauen wir mal. Genau, du bist die Psychologin, die immer wieder hier nach unten zurückkommt. Das heißt, dir werden wir da gleich dann Shivers um die Ohren hauen. Okay. Ah, geht nicht aus. Der TK Storm. Naja, was soll's. Ah, diesen Arzt müssen... Ah, ich weiß, genau. Wir müssen alle verjagen bis auf sie. Alle Frauen bis auf die Doktorin. Weil dieser eine Arzt ständig mit den Krankenschwestern rummacht. Das heißt, wir müssen alle Krankenschwestern loswerden, sodass er quasi nur noch diese Ärztin hat. Zu der er sich dann hinunterbegibt in den Keller und das triggert dann Birgit. Ich erinnere mich.
Also wie gesagt, durch die schiere Anzahl an Leuten hier ist das Plasma an sich kein Problem. Kann man wirklich nicht sagen. Da läuft schon die Frau Winery. Frau Doktor, pardon. Nein, nicht Trisha, sondern Buck. Okay, da ist Moonscream kurz in Gefahr. Da ist auch Buck in Gefahr. Ach so, ja. Ja, das geht schon. So, Quake. Wie wäre es mit ein bisschen Erdbeben? Und da ist der zweite Doktor weg. Ich glaube, wir werden uns gleich noch um Raymond Aykroyd kümmern. Vermutlich der kleine, nicht bekannt gewordene Bruder von Dan Aykroyd. Aber vielleicht ist es auch nur Zufall. Was weiß man. Okay, Raymond Aykroyd. Hier werden wir mal ein bisschen Boo aussetzen. Boo aussetzen, Buck aussetzen. Hey, ich hab Boo mit. Jetzt komme ich erst drauf. Habe ich ja noch gar nicht eingesetzt heute. Hide and seek, los. Los. Dammit. Dammit, Boo. Wieso bist du so eine Enttäuschung? Dr. Brunner, wo kommt denn die her? Müssen wir die auch verjagen? Ich glaube das nicht. Okay. Herr Aykroyd, wie wäre es denn? Na komm. Habe ich schon erwähnt, dass ich dieses Level-Design hasse? Das sollte aber hinhauen eigentlich. Ja. Das war genug. Gut, dann kümmern wir uns als nächstes um diesen Doktor hier. Nein, nein, nein. Don't you go nowhere. Ah, crap. Okay. Wo steht denn jemand gerade in dem Raum, in dem man gut spuken kann? Frau Gouache? Oh ja, schön. Und sobald sich die gute Herde rausbegibt, noch ein bisschen Chinesisch. Ah, das hat schön geklappt. Okay, danke Hogwash, danke euch beiden. Ihr dürft alle mal wieder Pause machen. Wir kümmern uns um Lawrence Murray. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob man die Ghost Breakout vertreiben muss. Ich nehme es an, aber sagen wir mal, ich hätte es noch nie getestet. Weil sie sind ja keine Ärzte. Und die Aufgabe war, vertreibt die Ärzte. Ergo, ja. Keine Ahnung. Wieso bist du in Gefahr? Egal, ich gehe kein Risiko ein mit dir. Du bist ein viel zu guter Geist, als dass ich an sowas verliere. Ja. Lass mir Lawrence Murray erstmal wieder zurückkommen. Okay, er kommt irgendwie aber nicht zurück. Goddammit, Murray! Hier, nimm diesen Quake. Nimm diesen leckeren Quake. Was? Die Kakophonie macht nichts? Willst du mich verarschen? Er ist auch mittendrin gestanden. Ach, Gott im Himmel. Alles um Zero machen. Gut, drei Ärzte fehlen uns noch. Die gurken alle gerade irgendwo rum, also kümmern wir uns weiter um den letzten Ghostbreaker hier. Und warten, dass die Ärzte irgendwie sich in eine Position begeben, wo sie ein bisschen nützlicher sind. Oder ein bisschen leicht zu erschrecken, eigentlich nicht nützlicher. So, was haben wir denn hier? Spooky Surprise ist auf jeden Fall immer gern gesehen. Dann vermutlich eine Trap. Echt? Das erwischt ihn nicht mal mehr? Ja, lächerlich. Jetzt aber Erscheinung, Erscheinung. Hat er es noch gesehen? Ich glaube, es hat er sogar noch gesehen. Sehr, sehr gut. Okay.
Sobald er sich umdreht, sollte er entweder die Vines oder die Spooky Surprise sehen. Perfekt. Gut, damit sind 2 von 3 Ghostbreakern weg. Ups. Da haben wir es ein bisschen verklickt.